Ja, damit willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Ich habe ja gesagt, ich hänge noch direkt eine Session dran. Ist auch so. Als ich gespeichert hatte, kam auch eine Fehlermeldung dann, wo ich das Spiel verlassen wollte. Jetzt bin ich wieder reingegangen. Jetzt sind die Sachen weg, die Fehlermeldung. Jetzt scheint es wieder zu gehen. Da scheint das Spiel manchmal noch Probleme zu haben irgendwie. Ich weiß es nicht, was da los ist. Aber ich bin ja schon mal froh, dass es jetzt einfach funktioniert. Was mich halt so ärgert, ist, dass wir jetzt hier die ganzen offenen Stellen haben, weil uns das jetzt wieder so viel Zeit gekostet hat. Das ist halt nicht geil. Ja, aber das ist jetzt halt so, ne? So, seid ihr alle wieder voll mit Munition? Ja. Müssen jetzt die Löcher hier ein bisschen absichern, sage ich mal. So gut es halt geht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Die haben zwei. Hat die sich doch einfach eins geschnappt? Jetzt nimmt ihr das Auto dafür. Ihr seid so faul. Also, wirklich. Hat die sich einfach das Gewehr geschnappt? Ist auch ein bisschen umständlich mit Waffen wechseln. Aber ich weiß halt jetzt wenigstens schon seit etwas längerer Zeit schon jetzt, aber ich weiß es halt, wie es geht. Immerhin. So, ich habe echt Schiss, dass die jetzt hier gleich wieder kommen und wir das dann durch diese Löcher hier nicht abwehren können. Ich glaube, wir machen jetzt mal ein bisschen vorsichtig. Aber wie ist denn das? Da unten lagen jetzt noch Waffen, ne? Ich habe das schon wieder fast vergessen, weil mich das... Ah ja, hier. Okay. Lasst uns jetzt erstmal die Nacht hier überstehen und dann hoffen, dass wir keine Regenwolken am Himmel haben und dass wir endlich mit dem Zaun weitermachen können. Das ist ja nervig, ey. Bis jetzt ist ruhig, okay. Aber ob das so bleibt... Nein, bleibt nicht so. Ach du Scheiße. Ja, ist das ärgerlich. Und nur weil die das nicht ordentlich gemacht haben, haben wir jetzt hier die Löcher. Jetzt können wir nur hoffen, dass sie das irgendwie schaffen. Oh Gott. Und vor allen Dingen halt schaffen, ohne dass allzu viel zerstört wird. Das hier gefällt mir schon mal gar nicht. Er geht da. Okay, verteilt euch ein bisschen, das ist nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, jetzt fällt das erste Mal irgendein Turm. Obwohl, es sieht immer noch relativ human aus. Der hält schon echt ordentlich aus hier, ne? Freunde, wehe, ihr habt jetzt nochmal so Probleme hier, die Mauern hochzuziehen. Ich werde langsam echt sauer. Weil wir haben Materialien und so, ist alles vorhanden. Das liegt einzig und allein an euch. Ich werde jetzt auch schon mal vorsichtshalber oder vorsorglich... Kann ich hier einfach auf 0 drücken? Ja. Alles abziehen. Jetzt wird das hier alles schon mal zugeteilt. Ich habe die Nase gestrichen voll davon. Ganz im Ernst. Wehe, ihr macht das jetzt nicht ordentlich. Und den müssen wir, glaube ich, abbauen, ne? Müssen wir. Ich kann den Zaun sonst nicht ziehen. Mach den nur einmal schnell weg. So, das hier muss auch repariert werden. So, wir haben noch Leute. Passt. Jetzt baut den Zaun ab. Ey, das ist Wahnsinn, wie lange das dauert, ey. Sind hier auch alle? Ja, mehr als 3 geht nicht. Macht. Jungs und Mädels. Ja, hier, das könnt ihr ruhig machen. So viele werden wir nicht brauchen. 16 sollen reichen für den Aufbau jetzt hier gleich noch. So. Hier. Ja, ich sag's ja. Der muss weg. Ah, das ist so ärgerlich. Warte mal, hier oben war doch auch ein Loch. Machen wir das hier schon mal zu. Es ist wirklich... Also es ist, das ist natürlich irgendwie... Oh nein, hier geht's auch nicht. Ah! Ich hatte sogar mal irgendwann zwischendurch die Befürchtung, dass das noch ein Problem wird.
Oh Mann. Jetzt holt doch das zwei Holz daraus. Kommt. Oh, ist das ärgerlich. Wie lange das dauert immer, ey. Und du kannst nichts machen, außer abwarten. Jetzt ist er weg. Pause. Jede Sekunde zählt jetzt. Ich will das hier ordentlich jetzt aufbauen. So. Und hier könnten wir... wir haben jetzt noch... Oh, ey, gefährlich, ne? Aber wenigstens... Das sollten sie vielleicht noch schaffen, oder? Ich weiß es nicht. Mir ist jetzt auch... Ja, warte mal, mit einem Trupp wenigstens die Sachen von da unten noch holen. Hier. Ach so, und dann zurück. Dann kommen sie zumindest wieder zurück, aber irgendwie räumen die das Gebäude dann teilweise auf einmal trotzdem nicht leer. Irgendwie ist das manchmal wirklich ein bisschen komisch. Wie lange braucht denn ihr für diese eine Mauer? Ja, 2 von 7 erst. Oh je. Das wird nix. Das wird nix. So. Wir könnten den Turm hier schon mal noch platzieren. Ich nehme jetzt aber auch den Holzturm trotzdem, weil... Ja, einfach darum. Ich würde ihn auch diesmal ein bisschen anders setzen, glaube ich, dass er hier unten auch ein bisschen mit abdeckt. Ist vielleicht besser, ne? So ist, glaube ich, besser. Schafft ihr das noch? Es wäre schön. Wenn es von einer Seite offen ist, ist ja vielleicht nicht ganz so schlimm, als wenn hier und hier alles löchrig ist. Dann sind sie halt gezwungen, hier durch diesen kleinen Eingang reinzukommen. Und dann können wir hier uns verbarrikadieren. Eine Nacht werden wir schon so auch noch überstehen. Aber geil ist es nicht gelaufen. Auch jetzt, die kriegen den Turm nicht fertig. Die Mauer ist nicht komplett fertig. Es dauert schon alles sehr lange, muss ich sagen. Aber ist halt jetzt so. Sind schon wieder da. So, haben die jetzt alles ausgeräumt oder wieder nicht? Nö. Ey, das raff ich nicht. Ja, das muss ich jetzt aber rausfinden, was da los ist. Die sammeln das nicht. Ich verstehe es nicht. Ich lasse die jetzt auch einfach so dahin fahren, ohne dass ich jetzt schon auf Zurückfahren drücke. So, jetzt spulen wir in der Hoffnung, dass es vielleicht jetzt mal eine Nacht etwas ruhiger bleibt. Ah, stopp, einen Fehler haben wir, glaube ich, gemacht. Ihr müsst mal einmal zurückgehen, sicherheitshalber. Ihr seid nämlich nicht voll mit Munition. Ihr habt ja eben einiges verballert. So. Essen wird dann auch langsam knapp. Ich will, das können wir noch machen. Hier. Ah, ne, das waren 4. Reicht noch nicht. Jetzt bringen die das auch nicht ins Auto. Also irgendwie ist das manchmal ein bisschen verbuggt. Zurück gehen sie jetzt automatisch. Und jetzt läuft es dann. Irgendwie ist da manchmal ein bisschen der Wurm drin. Kriegen sie das jetzt weg? Ja, gerade so. Und dann kommt die auch zurück. So, wir gehen mal hier, dass wir frühzeitig sehen, und stellen mal ein bisschen schneller.
Mal schauen, ob das Spiel uns jetzt mal der Fairness ein Stückchen Ruhe gönnt dafür, dass wir dafür ja gar nichts konnten. Das mit der Mauer so, das wäre lange fertig, wenn da nicht wieder diese Problematik aufgetreten wäre. Sehr gnädig, Spiel. Ich danke dir. Aber ich muss sagen, das Spiel macht richtig Laune. Aber dann gleichzeitig ärgert es einen manchmal schon ganz schön, wenn da solche Sachen immer wieder auftreten. Und jetzt baut den Scheiß da fertig, ey, wirklich. Wird man ja wahnsinnig. Vor allem, dass hier der Turm endlich baut den ab, dass ich. So. Sieht gut aus. Was anderes wird jetzt erstmal nicht gebaut. Wir gucken jetzt. Los, die Zäune müssen weg. Hoffentlich stört der hier nicht auch. Oh je. Hier. Kann das jetzt noch nicht testen. Aber ich habe so die Befürchtung, dass der auch nochmal weg muss. Eingehende Übertragung. Was ist los? Sir, wir sind auf Leute gestoßen, die sich uns anschließen wollen. Ja, mach ruhig. Aber hier ist auch ein bisschen Schaden. Repariert das. So, haben wir eigentlich genug Wohnraum? Ach so, jetzt wird das gerade repariert. Jetzt müssen wir kurz abwarten. Jetzt baut doch bitte das eine Ding da noch weg. Ja, endlich. Jetzt können wir es testen. Bitte, 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 bitte. Was? Was? Wieso snappt das hier nicht? Was war jetzt? Was ist das Problem? Es snappt hier nicht. Warum snappt es hier nicht? Ey, das Spiel macht mich echt noch wahnsinnig. Mache ich das jetzt erstmal so? Und dann müssen sie das eine hier auch noch eben wegmachen. Wenigstens konnte der Turm bleiben. Und der ist fertig. So, wir haben zwei Sturmgewehre. Richtig, drei sogar mittlerweile. Ja, wenn ich wüsste, es kommt jetzt heute noch eins dazu. Ja, kommt sogar. Dann würde ich sagen, wir machen hier schon mal welche rein. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kriegen wir ja jetzt noch einigermaßen hin. Aber wir müssen unbedingt Nahrung besorgen. Das ist so schlimm. Wir müssen uns als nächstes dann ums Essen kümmern. Das ist so. Und diese Forschung dann, sobald wir das können, mit der Düngung der Felder. Wo haben wir Essen? Hier, ganz viel. Da schicke ich jetzt zwei oder drei Trupps hin, nur Essen holen. Besser ist das. Machen wir einmal so. Und die schickt jetzt auch einfach da rein. Achso, jetzt habe ich die nicht zurückgeschickt. So. Weil Essen brauchen wir. Dringend. Als nächstes kümmern wir uns nämlich dann, wenn die Mauer endlich fertig ist und der Turm hier auch wieder steht. Um unsere Nahrungsmittelversorgung. Ja, ich tue mich jetzt schwer, ne? Wenn ich den jetzt hier hinsetze. Ach, Quatsch. Und ich setze ihn wieder ein bisschen hier blöd. Dann passiert das gleiche Problem ja nochmal. Wir können ja ein bisschen Luft hier lassen. Vielleicht auch besser, vielleicht hätte ich die gar nicht ganz so nahe mal. Jetzt habe ich sie aber die ganze Zeit gemacht. Jetzt muss ich auch erstmal dabei bleiben. So, habt ihr das ausgetauscht? Ja. Und jetzt müsste die zweite. Jawohl.
Die würden dann hier reinkommen. Das schaffen sie jetzt heute leider nicht mehr. Aber die Mauer steht zu einem Großteil. Immerhin. So, und da ich nicht weiß, was heute Nacht hier passiert, jetzt können wir sie ja hier reinschicken, weil jetzt können sie ja nicht einfach reinlatschen. Jetzt ist ja zumindest die Mauer hier vorne wieder da. So, was bringt ihr Schönes mit? Wir brauchen unbedingt Essen. Ja, nicht gerade viel, dafür, dass ihr in drei Gebäuden wart hier. Schwach. Schicken wir einen Trupp nochmal los. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, jetzt passt es. Und wir brauchen jetzt noch ein Häuschen. Das wird dies hier. Sir, we've encountered a group of people willing to join us. Akzeptieren und dann ist erstmal Schluss. Jetzt sind wir über 100. Das reicht jetzt erstmal. So, und jetzt schicken wir einen Trupp wieder hier hoch, Nahrungsmittel holen. So, wo haben wir noch? Hier sieht es noch gut aus. Ja, ist auch das, was noch am nächsten ist. Das andere ist alles weiter. Aber hier haben die ja auch schon mal was vergessen mitzunehmen. Ja, irgendwie ist das auch noch nicht ganz ausgereift, habe ich so das Gefühl. Ist jetzt ein Risiko, was ich eingehe, aber das muss ich ein Stück weit, weil das Essen wird echt knapp. So, wo war das hier? Oder habe ich da damals irgendwie die Flucht ergriffen oder so? Ich weiß es nicht. So. Wollen wir doch mal schauen, was jetzt hier passiert. So schnell wie das geht, haben die nicht viel gefunden, oder? Doch. Sehr schön. So. Die schicken wir nochmal los und die anderen, wenn die gleich ankommen, die lassen wir hier zur Sicherheit. Jetzt könnt ihr nämlich noch hier lang. Keine Ahnung. Ne, wir machen das jetzt gleich so. Die sollen richtig hin und her fahren und das Zeug holen. Aber ich habe, wie gesagt, manchmal so die Sorge, die hören dann irgendwann auf und fahren eben zwischendrin dann nicht zurück. Das klappt mal und mal nicht. Keine Ahnung. So, Tempo. Ich will mit der Mauer fertig werden. Und danach ist eh erstmal ein bisschen Sammeln angesagt. Obwohl, wir haben immer noch relativ gut Ziegel. Bleibt es ruhig heute Nacht. Sieht so aus, wir haben es gleich schon geschafft. So, dann Abmarsch, ihr geht weiter Essen sammeln. Keine Ahnung, hier. Müssen jetzt relativ zügig, wie gesagt, dazu kommen, dass wir die Felder machen. Ist jetzt sowieso Winter, daher müssen wir sowieso. Aber dass wir dann in Zukunft mehr auf Vorrat haben. Und jetzt baut das schön zu Ende, bitte. Dann haben wir fast die ganze Seite. Der Tag fängt gerade an, wir haben genug Leute. Ich mach das jetzt hier noch eins mehr, vielleicht snappt es dann gleich besser. Und den, achso, den Turm. Ja, wenn wir Glück haben, kann er vielleicht stehen bleiben. Aber vielleicht auch nicht. Ja, ihr müsst mal trotzdem Ressourcen zwischendurch ein bisschen sammeln. Vor allen Dingen brauchen wir auch wieder ein bisschen Holz. Aber da machen wir jetzt, wie gesagt, nicht mehr so viel. Machen wir hier erstmal nur die zwei. Und haben wir irgendwo noch so einen Ziegelhaufen vielleicht? Nee.
Ne. Ja, müssen halt Gebäude weg, ne? Hier, das hier kann zum Beispiel weg. Es gibt ja von allem ganz gut. So, mach das. Und jetzt seht zu, dass ihr das hier wegbekommt. Jetzt können wir das, glaube ich, sogar schon einmal testen, ob der Turm weg muss. Hier snappt es. Ja, der Turm muss auch weg. Ja, das ist schon ärgerlich. Aber das müssen wir ja dann hier nicht nochmal machen. Dann müssen wir uns ein bisschen überlegen, wie wir das dann auf der anderen Seite handhaben. Weiß ich jetzt gerade auch noch nicht, wie wir das am besten machen. Ja, das war mir schon klar. So. Wie geht aber hier rein? Jetzt haben wir bestimmt die Arschkarte. wir können die Forschung anschmeißen, sehe ich. Das hier will ich haben. Wie sieht das überhaupt aus mit Getreide? Da haben wir 12, auch jetzt nicht überragend viel. Und das ist das, was wir eben dort in diesem Prepper-Versteck gefunden haben. Ja, wir brauchen halt die besseren Felder, ne? Hier mit Düngung. Das erforschen wir jetzt. Dann ist der Ertrag viel höher. Aber der ist jetzt hier auch schon auf 4 gestiegen. Das waren sonst immer 3. So, was bringt ihr jetzt? Nochmal gut. Gut essen. Halb voll. Immerhin. Ist der Turm eigentlich fertig geworden? Nö. So, wir spulen. Ich lasse die jetzt auch hier. Für den Fall der Fälle. Aber Waffen haben wir auch mittlerweile echt viele, ne? Wir haben sogar schon jetzt 4 Sturmgewehre. Das heißt, 2 Türme ja immerhin schon mal. Und dann kommt ja auch demnächst wieder mit Sicherheit eins dazu. 11 Stunden, naja. Okay. Weiter. Sobald die Mauer geschlossen und der Turm da auch fertig steht, dann können wir es ein bisschen entspannter wieder angehen lassen. Dann kümmern wir uns um die Felder. Überlege, dann werden wir wahrscheinlich zumindest das Gebäude hier wegnehmen. Dann ziehen wir hier schön 5, 6 Felder so schön nebeneinander. Das ist so eine gute Idee. Hoffentlich stört das hier nicht. Das sehen wir dann. Oder aber einen Moment, wie viele Gebäude haben wir jetzt noch frei? Hier kommt der Stall rein. Dann haben wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier würde ich nochmal Wohnhäuser irgendwann reinmachen. Wie sieht das da jetzt aus? Ja, wir haben jetzt noch 14 Luft, immerhin. So, Pause. Wichtig. Das. Jetzt mache ich das auch per Augenmaß, mehr oder weniger. Nein. So. Ist das einigermaßen gerade, ist die Frage. Ja, doch. Kann man so lassen, glaube ich. Das Blöde ist halt wirklich, dass das dann nicht mehr gesnappt hat. Eben da oben. Wie war das denn jetzt? Ich wollte jetzt hier diesen Bereich eigentlich, ne? Dann wird das hier mit dem Turm dasselbe geben. Aber wir müssen ja zumindest... Weil die werden ja dann mit Sicherheit an die schwächere Stelle immer zuerst hier gehen. Hoffen, dass wir jetzt, wenn wir die 3 hier weg... Wenn wir die wegmachen, dass man hier wieder ansnappen kann.
Genauso würde ich das nämlich jetzt auch hier versuchen. In der Hoffnung, dass das auch an einem Tag jetzt mal klappt, weil eigentlich ist das nicht viel zu machen. So. Ihr könnt euch auf den Weg machen. Ihr bleibt aber jetzt hier in der Nähe. Jetzt hier einfach die Reihe so, zack, zack und zack. In der Hoffnung, dass es wieder ordnungsgemäß abläuft alles. Und dann schicken wir noch einen Trupp los. Habe ich die auch ins Auto geschickt? Ja. Hier einfach, ist auch nicht so weit. Machen wir hier mal so. So. Jetzt volle Konzentration hier. Es dauert halt wirklich ewig, ne? So, den müssen wir noch umstellen. Ja, wir haben noch freie Leute, ich sehe das auch gerade. Wir reißen das hier noch mit. Es dauert zu lange. Schafft es wenigstens, das abzubauen. Komm. Immerhin. So. Snappt es oder snappt es nicht? Ja. So. Nein. Wir lassen ein bisschen Abstand hier. Wir gehen jetzt einmal hier in die Ecke. So. Wird heute nichts mehr. Aber ein paar Minuten haben wir noch in der Folge. Das hier schaffen sie auch nicht abzubauen, wie es aussieht. Ja, das eine Stück haben sie nicht geschafft. Noch mehr Leute. Okay, das sind aber die letzten. Oh Gott, das sind aber viele. Das sind aber viele. Jetzt sind wir ja schon wieder voll. Zwei sogar zu viel. So, die kommen jetzt zurück. Mal gucken, was die so dabei haben. Viel Essen und Munition ist immer gut. Aber Munition ist echt nicht unser Problem. Unser Problem am ehesten noch Sprit und auch noch mehr Waffen, aber eben keine Pistolen. Was macht man denn mit denen, wenn man davon zu viel hat? Kann man die einschmelzen? Ja, nicht schlecht. Ah, jetzt von da. Na klar. War ja klar. Ja, jetzt können wir die nur hier da reinschicken. Halt unsere Gebäude schützen, ne? Wenn die Türme jetzt mal fallen sollten, dann ist das halt so. Ja, die Mauer könnte er ja gerne kaputt machen, dann muss ich die halt nicht abbauen. Wie ist denn das? Okay, mit Sturmgewehr erhöht sich aber die Reichweite, oder? Ja. Okay, der Turm ist weg. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil der hätte nämlich wieder gestört.
Aber die wär schön, wenn die stehen bleiben würden. Das wird aber nicht passieren. Oh, das sind aber einige. Oh, das sind aber einige. Alter. Jetzt wollen sie es aber wissen. Die haben bestimmt keine Munition gleich mehr. Müssen die einmal auffüllen. Heftiger Fall, was hier abgeht, ey. Oh nein. Komm, das schafft ihr schon. Das war mit Abstand die heftigste Angriffswelle bis jetzt. So, jetzt können wir das ja hier wegnehmen, ne? So, ihr müsst auffüllen. Ganz vergessen. Jetzt müssen wir aber hier natürlich ein bisschen reparieren. Das lässt sich gar nicht jetzt vermeiden. Aber ansonsten hielt sich das sogar noch in Grenzen. Also ich hätte es ehrlich gesagt schlimmer erwartet. Wird Zeit, dass wir das jetzt endlich fertig bekommen. Haben wir überhaupt noch Holz? Nicht mehr viel. Jetzt macht das doch fertig, ey. Es dauert zu lange, bin ich ganz ehrlich. Das ist ein bisschen übertrieben. Jetzt können wir es ja schon mal bis dahin ansnappen lassen. So. Dann den Turm. Was ist denn da jetzt? Ach. Der steht ja schon da. Ja, dann könnte er den ja reparieren. Ich bin ja auch bescheuert. Aber ich vermute, dass sie das halt wieder nicht schaffen, ne? Ach so. Stopp. Das Stück hier habe ich vergessen. Oh, jetzt snappt das hier wieder nicht. Ich hasse sowas. Ja, dann Notlösung. Erstmal bloß quasi provisorisch. Hier will er ansnappen. Ja, weil das eigentlich das Ende sein müsste, quasi, oder irgendwie so. Er sieht das halt nicht als Snapppunkt an. Boah, aber wenn ich das jetzt... Ja, das geht nicht. Ah, das ist doch ärgerlich, sowas. Und der muss sowieso weg. Also das, hätte ich das gewusst, hätte ich von Anfang an, glaube ich, die anderen Mauern gebaut.
Extraction. Let's do it. Building complete. So, na schauen wir mal, ob die das fertig bekommen. Wie haben sie hier mittlerweile? Building work done. Ach so, hier. Den müssen wir ja wieder aufbauen. So, das wär's dann aber, ne? Hier ist die Mauer fast fertig. Oh, ist das schön. Aber das hier wird nichts. Ich glaube, wir brechen das mal hier ab. Kann ich das quasi abbrechen? Ist das jetzt... Nee, kann ich nicht, ne? Oder doch? Weil das schaffen die heute nicht mehr. Ich muss ja dann noch die neue auch aufbauen. Wir müssen zumindest mit einem Team wieder los Essen holen. So, wo haben wir noch Konserven? Da sind noch einige. Oh, und hier sind auch noch welche drinne. So. Boah. Euch schicke ich hier in die Nähe wieder. Hier. So. Ja. Hier ist es wenigstens erstmal fertig. Dann würde ich nämlich als nächstes gucken, dass wir die Felder umplatzieren. Sonst geht's hier mit der Mauer vielleicht wieder nicht und hier soll ja auch noch ein Turm hin. Hier in die Mitte. Ah, jetzt haben sie es doch abgebaut. Naja, jetzt ist es halt so. Wir sind von der Seite jetzt wieder sehr offen. So, ist der fertig? Jetzt können wir nicht mehr tauschen. So, jetzt hoffen, dass nicht noch so eine krasse Welle kommt, weil das wäre nicht so geil. Und dann müssten wir es jetzt am nächsten Tag schaffen. Jetzt kommen sie von vorne, immerhin. Besser. Und alles Hunde. Ich kann das gar nicht so richtig einschätzen. Ich glaube, die halten weniger aus, aber die sind, glaube ich, immer schneller in den Häusern drin, ne? Ja, und die versuchen jetzt auch da... Ja, das war klar. Aber immerhin verlieren sie auf dem Weg schon sehr, sehr viel an Schlagkraft. Ja, ja, das geht klar. Und morgen ist das Loch dann zu, meine Freunde. Dann habt ihr es auch nicht mehr so leicht. Gut, dass ich hier nicht nochmal drauf gedrückt habe, um die Waffen zu wechseln. Ja, die Pistolentürme machen halt auch nicht so viel Schaden, ne? Aber wie lange die brauchen jetzt auf einmal für diese zwei Hunde? Was soll denn das? So, war es das für diese Nacht? Ich hoffe. Ist es... Ja, reicht noch. Danach geht es dann ordentlich wieder ans Sammeln und so weiter. Aber ich muss sagen, hier ist ja schon ziemlich viel drin, ne? Wie viel Munition wir haben. Irgendwann weiß ich auch gar nicht mit den Pistolen, was ich mit denen machen soll. Wo denn? Ist doch nix. Oder war das hier oben vielleicht bei denen? Das könnte ja vielleicht noch sein.
So habt ihr euren Job komplett erledigt, ja? Hier, wir können mal hier noch... ein bisschen was zur Heilung. Aber ich glaube, da haben wir nicht so viel, ne? Oder haben wir überhaupt was? Obwohl, doch, haben wir auch schon. So, jetzt, komm, ich habe so Lust, diesen Zaun fertig zu bauen und bin gleichzeitig so frustriert, wie lange das dauert. Nein, es ist bewölkt oder was? Nee. Keine Ahnung, wo, vielleicht haben die hier jetzt welche gesehen. Man weiß es nicht. Los, ran an den Speck. Das wird halt hier dasselbe Problem, auch mit dem Ansnappen und so sein, ne? So, es ist ja noch früh am Tag. Wir müssen das jetzt hier sofort wegbekommen. Dann haben wir bis hierhin alles schon mal auf der Seite fertig. Und hier bleibt es ja erstmal so. Ja, und diese Seite, die wird dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen nervig. Aber hier haben wir wenigstens den Turm. Ich habe eine Idee. Wir reißen das jetzt hier auch noch eben ab. Ach so. So, das werdet ihr ja wohl schaffen. Wir riskieren's. Wir kommen sonst nicht voran. Weil dann bin ich ja noch zu folgen damit beschäftigt, mal, ist das... Na, wollte schon sagen, da ist doch noch ein ganz kleines Stück. So, ich hoffe, es klappt. Ich hoffe. Der Turm muss nicht wieder stehen. Aber die Mauer, die soll stehen, wenn möglich. Und jetzt wäre es ideal, es würde einmal trotzdem hier snappen. Ja! Da haben wir das Schlimmste jetzt hinter uns. Sobald das fällt, das können wir verbinden. Und das auch. Komm, macht schnell. Ja! Pause! Dann geht's auch wieder ans Ressourcensammeln demnächst. So. Das letzte Stückchen, komm. Ah, wir werden es nicht ganz schaffen. Ist aber die letzte Nacht mit offenen Türen quasi. So. Haben wir noch? Ja. So, jetzt können wir den Turm auch schon wieder platzieren, den hier auch. Ich lasse trotzdem mal kurz auf Pause. Na. Ah ja, der Monk. So. So. Nee. Drehen wir nochmal. Nein, falsche. So. Ja. So. Wäre schön, wenn sie zumindest mit all den Mauern angefangen haben. Haben sie. Dann haben wir ja zumindest da schon mal ein bisschen Schutz. Morgen sind dann auch die Türme fertig. Ich glaube, das ist für heute dann auch ein ganz guter Abschluss. Weil es ist schon wieder ziemlich viel Zeit auf der Uhr. Ja, keine Ahnung. Soll was riskieren? Ich lasse die Nacht noch eben schnell durchlaufen.
So, was wir auch machen können jetzt noch eben. Aber dann ist ja auch gleich die Folge wirklich rum. Ne? Das ist zu lang sonst. Hier wieder ein bisschen was anschmeißen. Genauso wie Metall brauchen wir in Zukunft auch immer mehr. Keine Ahnung, hier liegt doch bestimmt ein bisschen was. Nö. Naja, dann macht halt die Autos da wenigstens auch noch mit weg. Und für die freie Sicht will ich die zwei Häuser hier auch noch weg haben. So. Haben wir eine ruhige Nacht. Sieht gut aus. So, und jetzt schön schnell die Mauer fertig bauen. Dann haben wir demnächst bloß nochmal hier diese Aufgabe, auch das hier noch eben zu machen. Aber es ist ja nicht mehr ganz so viel. Zwei Drittel, würde ich sagen, haben wir weg. So, baut das fertig. Dann haben wir einen schönen Abschluss für heute. So, hier. Kommen die rein. Wie? Ah, warte mal. Was ist da jetzt wieder schiefgelaufen? Irgendwo? Irgendwas ist schiefgelaufen. Nö. Habe ich irgendwo aus Versehen jetzt welche? Hatten wir nicht welche? Wir hatten doch vier Stück. Bin ich jetzt total bekloppt? Ja, weiß ich nicht. Ist nicht so wichtig. Keine Ahnung. Ich dachte, wir hatten noch zwei übrig, aber ist jetzt auch nicht ganz so wild. Jetzt irgendwie da zu suchen oder was da los ist, das bringt ja auch nichts. Ist halt wie es ist, ne? Aber immerhin ist die Mauer jetzt ringsrum erstmal. Wieso habt ihr keine? Also Pistolen haben wir ja nur wirklich genug. Weil die bringen das auch gerade hin. Ja, so sieht das jetzt aus. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Das haben sie auch geändert, dass das, wenn du das UI, UI, wie auch immer ausschaltest, siehst du es halt einfach so. Finde ich irgendwie schöner. Aber wenn man was zeigen will, ist es wiederum auch nicht so schön. Aber insgesamt, rein optisch, sieht es so natürlich schöner aus. So. Bin zufrieden. Nach und nach. Dann noch den Rest des Zaunes. So. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dann seid ihr wieder mit dabei. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Lasst es euch gut gehen. Ciao.